Jo, was ihr da seht, ist die Woodbox. Ich habe mir mal eine gegönnt und mal von allen Seiten betrachten. Und dann machen wir sie gleich auch mal auf. So sieht gut aus. Und Hokus Pokus, jetzt öffne dich. Hey, da ist sie. Erstmal auf gleich. Achso, was mir gefällt, ist immer, dass man innen hübsch bedruckt ist. Leider ist natürlich auch ein bisschen, durch den Transport ist ein bisschen gelitten, aber naja, macht nichts. Der Inhalt ist soweit okay. Da ist unsere Heftbeilage, ein bisschen Information, was drin ist und wenn man Let's Plays macht, dann kann auch gewinnen. Ich mache da nicht mit, ich mache das nur für euch jetzt und und ich muss zugeben, ich vertone es nach, weil meine Aufnahme nicht gelungen ist. Es hat nicht so geklappt, wie es sein soll. Aber schauen wir mal an, was da drin ist. So, da haben wir erstmal eine Popfigur von den, zu dem Film Stranger Things. Ganz offiziell ist. Sollten wir sehen, noch ein paar mehr Figuren. Könnt ihr sie sammeln? Ich weiß noch nicht so genau, was ich damit mache. Ich könnte es, vielleicht verlose ich das, oder? Aber es, mein Sohn darf sich drüber freuen. Das überlege ich mir noch. Also, pack das immer gleich zur Seite. Okay, weg damit. So. Was haben wir denn noch Schönes? Ja, die Kamera ist leider doof positioniert. Ich kann die Kamera bei der Aufnahme nicht sehen. Das ist, vom Joker. Seine höchstpersönlich vom Joker, die Küchenschürze, mit denen er morgens sein Omelette brät, damit er seinen schönen Anzug nicht versaut. Ja, natürlich in den Look seines Anzugs, natürlich, selbstverständlich. Bisher sind das alles exklusiv Lootbox Items. So. Ja, okay. Kann man gar nicht so viel sehen, weil die Kamera nicht rauszoomt. Viel zu dicht dran. Ich wackel, mach's mal weiter weg. Wir können das gar nicht sehen. Naja. Okay. Eine Schürze. Halt. Die Küchenschürze. Und ja, pack sie doch mal weg jetzt. Ich muss mal sehen, wie ich das bei der nächsten Box mache. Wenn ich das bei der nächsten Box mache. Weil ich versuche mich jetzt einfach nur an Unboxing. Wollte ich schon länger mal machen, aber ich habe mich nicht so reingetraut. Und ja, ein kleiner Pin. Das ist. Was sind das jetzt? Das kenne ich doch irgendwo her. Du bist das nächste Opfer, blablabla. Das geht um diesen Film. Ich weiß nicht, wie der Film heißt. Wird hier leider nicht erwähnt. Verdammt. Ich habe die Figur schon gesehen. Ich komme jetzt nicht drauf, wie der Film heißt. Egal. Könnt ihr in den Kommentaren schreiben, welcher aus welchem Film diese Figur ist. Und hier nochmal ein Gruselclown. Warnung, Warnschild. Okay. Sollte ich sagen. Warnschild. Gehen wir weiter rüber, können das gar nicht sehen. Warning. Warning. Mad Clown. Mad heißt ja. Mad. Mad ist böse, ne? Oder verrückt. Ne, crazy wäre verrückt, oder? Na gut, Mad Clown. Mein Englisch ist leider sehr dürftig, was das angeht. So. Wir ertasten da. Oh, die Box ist schon leer. Da ist nicht viel drin, muss ich sagen. So. Dann packen wir das auch nochmal aus. Jupp, herrlich. So, da haben wir es. Das ist natürlich auch exklusive T-Shirt von den Simpsons. Ja. So. So sieht das aus. Ganz nett. Ich mal sehen, wie der Aufdruck sich verhält, wenn das Thema gewaschen wurde. Der Stoff des T-Shirts ist meinem Geschmack nach ein wenig zu dünn. Aber es hat ja noch den Vorteil, dass es entsprechend luftig ist. Ja, mein dicker Bauch braucht XL, sonst hängt er raus. So, alles klar. Ja, packen wir jetzt wieder weg. Und
Und dann haben wir das auch weitgehend. Und ja, ja, fühlt sich gut an. Ich weiß, jetzt kannst du das auch wieder wegpacken. Dann haben wir das hoch, wie ich auf eine Taste gekommen ist. Hoffentlich nimmt das sich mit auf, das Geräusch. Ja, und das war es auch schon leider. Und dann packe ich mal erstmal wieder auch alles wieder rein. Aber ich finde das schon mal schön bedruckt, also kann man nichts sagen. Nette Box. Aber ich habe jetzt ein bisschen Probleme mit den Preisen. Pass auf. Zum Beispiel diese Figur, diese Popfigur soll 20 Euro kosten. Okay, okay, das könnte vielleicht sein. Aber dann hier das Schild. Soll 9 Euro kosten. Ich meine nicht. Gut, dann diese Schürze, 18 Euro, auf gar keinen Fall, allerhöchstens 10 Euro. Dann noch so oft exklusiv hier die Fledermaus sein. Das T-Shirt, 20 Euro, nein Leute, auch wenn das Sims drauf gedruckt ist, kostet es keine 20 Euro, das kaufe ich euch nicht ab. So, und dieser kleine Pin, 4 Euro, das weiß ich nicht. Da bin ich auch nicht so sicher. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die Box die Wertigkeit hat, wie sie hier in diesem Magazin abgedruckt ist. Das ist okay. Aber ich fühle mich untervorteilt in der Box. Also kostet ja nun mal ein bisschen was. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was ich ausgegeben habe. Aber dem Geld hätte ich mir mehr gekauft. Also, obwohl, hey, dieses blöde Blechschild hätte ich mir auf gar keinen Fall gekauft. Die dumme Schürze, wozu? Ja. Die Figur ist ganz nett. Also, ja, so ein 9-Jähriger wird sich, 8-Jähriger wird sich drüber freuen. So, ja, und ich bin, naja, hätte mir lieber eine Dose Cola reingepackt. Wäre schöner gewesen. Hätte mich mehr drüber gefreut. Ja, T-Shirt ist okay. Aber wie gesagt, Preis 20 Euro. Nein, ich glaube nicht. Ja. So, alles klar. Ja, das ist zum Thema Lootbox. Und das Heft ist ganz nett gemacht. Also das ist schon ordentlich. Das ist auch auf schön Hochglanzpapier. Da hätten sie aber ruhig sparen können. Da hätte mir ein einfacher kleiner Flyer gereicht als Information, was da so drin ist, was vielleicht exklusiv ist und was die Preise geschätzt sind. Ja, aber vielleicht nächstes Mal ein bisschen realistische Preise angeben, weil die versuchen das natürlich, dass man sich gut fühlt, dass man diese Box gekauft hat, aber ich kaufe denen die Preise nicht ab und ich fühle mich nicht gut mit dieser Box. Noch nicht wirklich. Ja, ich schätze, weiß gar nicht, was ich mit anfangen soll. Wir haben eine. Meine Frau vorhin, ich arbeite ohne Schürze. Ich bin Bettlecker, schmeiß jetzt Teil in die Wäsche. Alles gut. Aber naja, haben wir halt noch eine Schürze. Können wir zu zweit Schürze rumlaufen. Keine Ahnung. Ja, aber die ist auf gar keinen Fall so viel wert. Doch mal die Schürze mit Deutschland und Weltmeisterschaft habe ich alle 5 Euro ausgegeben. Maximal 8. Aber keine 20 Euro. Tut mir leid. So, ja, da war's das schon und ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.